Rückblick. 2011 war ein sehr volles Jahr. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Neujahrsempfang im Februar war, wollte man alle hässlichen Ereignisse auch noch in das Jahr 2011 stecken. Hier das Jahr 2011. Das Jahr war noch nicht alt und kriegte schon den Hals nicht voll. Es schlang und fraß wie übertoll, ganz ohne Ruhe, Rast und Halt und Haar. Schon Mitte Mai war's Jahr so dick wie zwei. Ein merkwürdiger Schmaus, dem Jahr, dem schien es völlig Schnuppe. Selbst die eingebrockte Suppe löffelte es aus. Es war noch nicht vorbei, das Jahr ist fraß für drei. Es fraß auch jeden Mist. Es fraß, oh Gott, verschont wie seine Frühlingsrevolution. Heut ihre Kinder frisst, so fraß es in der Tat und wurde doch nicht satt. Wer soll das verdauen? Wir als aller Welt gedärmt sind ja Futter selbst. Erbärmlich ist das, na mal schauen. Sehen wir hier, es ist kurz vor 12 noch einmal. 2011! Und viel Monatsfett geschichtet, kriegt das Jahr manch Weihnachtsbraten. Eine Stimme, man darf raten, ruft erneut, es ist angerichtet. Doch von wem? Ganz voll und schlapp, gibt das Jahr den Löffel ab. Ein Lied gegen das zu frühe Umarmen, gegen das zu schnelle Verbrüdern. Ein Lied mit dem Titel Wir müssen auseinanderhalten. Den Titel habe ich mir ausgeliehen von Berufsdemonstrant Schröder, vielen ist er bekannt. Man soll es nicht falsch verstehen, auseinanderhalten kann man sehr gut gemeinsam. Es ist an der Zeit. Ich schau zurück, doch der Blick zurück.
ist noch zu früh. Man sagt also, ich soll schweigen, wenn die schweigende Mehrheit gesprochen hat. Wird Schweigen eigentlich, wenn man es durchs Mikro verstärkt, lauter oder leiser? Lauter! Aber was, wenn man das wirklich ernst nehme? Was, wenn man das wirklich täte? Die Trillerpfeifen ruhen ließe? Ein lautloser Schwabenstreich? Vielleicht ein lautloses Wir sind noch da, Schwabenstreich, Handzeichen? Ein ungeduldiger Schüler, der sich meldet und wenn er dann zu Wort kommt oder das Wort hat, schweigt. Ein beredtes Schweigen. Ein Schweigen über Denkmalschutz, ein Schweigen über Korruption, ein Schweigen über Mineralwasserquellen, Schweigen. Ein lautloser, aktiver Widerstand, damit man ihn besser hören kann, den Schredder. Soll man ihn hören, den Bagger, der in den Stein beißt? Bei uns beißt er auf Granit. Wenn ein mutiger Politiker, okay, das ist ein Widerspruch in sich. Wenn also so ein Widerspruch in sich seine Redezeit im Parlament voll ausschöpfen würde, um zu schweigen. Wenn man auf Fragen von Verwandten und Bekannten na, immer noch am Demonstrieren, schweigt. Aber ausführlich. Wenn man mich fragt in Zürich oder Frankfurt oder Berlin, wie sieht's denn jetzt aus in Stuttgart? Wenn dieses Schweigen so groß werden würde, dass es tatsächlich wieder Fragen aufwirft, wenn dieses Schweigen zu einer unberechenbaren, gefährlichen Macht werden würde, damit Herr Kretschmann den von Christine Prion so schön beschriebenen Obenbleiben-Tinnitus auch wirklich mal spürt. Ein Tinnitus verstärkt sich ja in der Stille. Ich bitte einmal um ein Schweigen mit dem Wir sind noch da Handzeichen. Wir bleiben noch. Wunderbar. Nach dem letzten Lied brauchen wir keinen Applaus, sondern genau dieses Handzeichen. Dankeschön. Liebst dann in meiner Hand zugleich,
Der Winter ist bald vorüber, dein schönes Gesicht ist ganz bleich und dein Blick so trüb und trüber. Alles blühen, bald wechselt das Wetter und im Schlossgarten geht der Schnee.